select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand, Eigentor, Bundesliga, Staffel Süd Südwest, 25. Spieltag, Konstanz-Team mit beim Kräuter führt 2:0. William, so wie ich das heute gesehen habe, hier erste Halbzeit, wart ihr unter euren Möglichkeiten, zweite ist besser gewesen. Ja, wie hast du das Spiel erlebt und gesehen? Ja, so wie Sie es gesagt haben, also die erste Halbzeit war nicht so gut. Also vor allem nach den letzten Spielen, wo wir uns stabilisiert haben und wo wir es eigentlich ganz gut gemacht haben, haben wir es dann nicht gut umgesetzt, waren nicht in Zweikämpfen drin und haben, ja, wir standen nicht kompakt und waren einfach nicht wach und stabil. Zweite Halbzeit war dann besser, natürlich glücklich durch den Elfmeter, oder was heißt glücklich, aber durch den Elfmeter kippt das Spiel, dann noch die gelb-rote Karte und dann war die zweite Halbzeit eigentlich schon stark noch von uns. Nach 25 Spieltagen, 37 Punkte, Tabellenplatz, ja, oberes Drittel, Platz 5 jetzt, ja, wie zufrieden bist du mit der Saison? Also die Hinrunde war nicht so gut, da müssten wir uns erstmal finden als Mannschaft auch. Und dann aber die Rückrunde mit 2 Niederlagen nur, ungeschlagen im Wildpark. Also da finde ich, dass wir das richtig stark gemacht haben, auch dank unserem Trainer und dann unserem 2001 dann auch. Und ja, wir haben eine Formation gefunden oder eine Aufstellung, wo wir einfach stabil standen und einfach wussten, worum es geht. Erstmal gegen den Abstieg und dann haben wir verstanden, dass es gegen den Abstieg geht. Und dann mit so einem Ziel von Augen ist alles auch schon viel einfacher und wir konnten es ernster nehmen und haben uns dann stabilisiert und konnten dann auch befreiter aufspielen, nachdem der Abstieg vom Tisch war. Wie konntest du dich persönlich weiterentwickeln in dieser Saison? Also gegen Abstieg zu spielen ist immer schwer, ist immer hart für den Charakter, auch ist eine Charakterprobe. Und ich finde, jetzt letztes Jahr war es auch schwierig, aber jetzt, dass wir uns schon so früh gerettet haben, lässt einen doch viel befreiter aufspielen und für einen persönlich ist es dann auch einfacher zu spielen. Man wird reifer und ja, ist einfacher, einfach. Euer Trainer hat ja diese Saison den Fußballlehrer gemacht. War vielleicht nicht so oft da, wie es vielleicht besser gewesen wäre, oder wie war das für euch, mit dieser Situation umzugehen? Also es war schon schwer, vor allem wenn er nach dem Spiel, Anfang der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch nicht da war. Dann das Spiel zu verarbeiten, vor allem nach einer Niederlage, mussten wir uns erstmal aufraffen. Aber immer wenn er kam, hat er auch Vollgas gegeben und wir auch, also auch wenn er nicht da war. Mit Michael Bischoff und mit Jörg Gerg hatten wir dann auch gute Co-Trainer. Also, und für uns hat es keinen Unterschied gemacht, ob Lukas da ist oder ob Michi oder ob Bubi, also unser Co-Trainer. Wir haben einfach immer Vollgas gegeben und ich glaube, sonst hätten wir das auch nicht gepackt, den Klassenerhalt, wenn wir nicht immer Vollgas gegeben hätten, ob Cheftrainer oder Co-Trainer. Das war uns eigentlich egal dann. Wie geht es jetzt für eure Mannschaft weiter? Ihr habt noch ein Spiel vor euch. Wie möchtet ihr die Saison abschließen? Natürlich mit einem Sieg, aber wie geht ihr in das Spiel rein? Was wird das für ein Gegner? Also wir haben uns persönlich Ziele gesetzt als Team. Na klar, den Klassenerhalt, aber darüber hinaus noch ungeschlagen in den Wildpark zu gehen, dass wir alles geben, um hier vor den Zuschauern auch dann keine Niederlage einzustecken, zu Null zu spielen wieder und einfach wieder alles geben, weil ein paar von uns spielen schon seit 7 Jahren zusammen, seit 10 Jahren und wir wollen einfach wieder Spaß haben zusammen, ein letztes Mal auf dem Platz hier bei uns in unserer Heimat und dann geben wir nochmal Vollgas. William, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.